Moin Moin und herzlich willkommen zu Teil 2 von der Facebook-Ad-Serie. Viel Spaß dabei! In diesem Teil geht es darum, zu besprechen, was für wichtige Punkte du auf jeden Fall mitnehmen solltest und mit welchen Dingen du auf jeden Fall arbeiten solltest und worauf du vor allem achten solltest. Der eine wichtige Punkt, den viele machen, ist einfach, dass sie die Macht und den Sinn von sogenannten LLAs und CAs unterscheiden. LLAs ist nichts anderes als eine Lookalike-Audience. Lookalike-Audience. Und eine CA ist nichts anderes als eine Custom-Audience. So. Und mit diesen beiden Punkten können wir jede Menge anstellen, denn diese beiden, eine Lookalike und eine Custom Audience, sind sehr pixelbasiert, das heißt Tracking-basiert. Desto mehr Tracking-Events du hast, desto größer und desto effektiver und stärker werden diese beiden Zielgruppen. Und mit diesen beiden Zielgruppen ist es so, dass wir damit langfristig arbeiten wollen. Wir wollen damit versuchen, langfristig Erfolg zu haben und langfristig Kunden zu binden. Eine Lookalike-Audience ist nichts anderes als Leute oder Menschen, die ähnlich sind als das bestimmte Event, was du auswählst. Welche Events es gibt, hatten wir uns in Teil 1 bereits schon angeschaut. Wir hatten da unter anderem jetzt zum Beispiel mal das Purchase-Event. Das heißt, ich kann rein theoretisch eine Lookalike erstellen aus Leuten, die ähnlich sind wie Leute, die bereits gekauft haben bei mir. Und dann habe ich eine Spanne zwischen 1 bis 10%. Das heißt, ich kann 0 bis 1, 1 bis 2, 2 bis 3 und so weiter und so fort stellen. Und desto näher bzw. desto niedriger die Zahl ist, desto effektiver ist die Lookalike, weil desto besser sind diese Menschen, die in dieser Lookalike-Kampagne oder in dieser Lookalike-Audience quasi drin sind. Wir haben bei Facebook die Möglichkeit, mehr als 200 verschiedene Variationen von Lookalikes zu erstellen. Die meisten kennen allerdings nur 5 oder 6, weil sie immer nur diese Pixel-Events nehmen. Aber du kannst ja Custom Conversions oder Custom Audiences vielmehr erstellen aus einer beliebigen Zielgruppe. Zum Beispiel kannst du eine Custom Audience erstellen aus Leuten, die für einen Betrag eingekauft haben, der höher ist als 60 Euro. Also ein Value nennt sich das. Value gleich größer als 60, so wird es ausgesprochen oder so nennt man das dann. Oder T25. Heißt quasi 25% der oberen Leute, die auf deiner Seite waren. Das heißt, welche Menschen haben die meiste Zeit auf deiner Webseite verbracht, auf deinen Shop verbracht? Und diese Leute können wir dann mit beliebigen Custom Audiences wieder in eine Zielgruppe packen. Und diese Zielgruppe können wir dann wiederum in eine Lookalike Audience umwandeln, um dann wieder ähnliche Menschen zu besuchen. Deswegen, schau dir mal genau an, was für verschiedene Custom Audiences gibt es. Schau dir auch gerne mal so Metriken an wie Parameter, URLs und so weiter und so fort, weil das sind alles Sachen, womit kein Mensch arbeitet. Was allerdings sehr blöd ist, weil diese Sachen funktionieren in der Regel noch sehr gut. Viele sagen immer, ja, das habe ich ja auch im ersten Teil gesagt, das Purchase Event, das ist das Beste, was es gibt. Aber habt ihr denn vielleicht mal daran gedacht, dass man auch eine Custom Audience erstellen kann aus Leuten, die für einen gewissen Betrag eingekauft haben oder an Leute, die einen Double Pay gemacht haben, dass die Lookalike Audience vielleicht doppelt so stark sein kann als die ganz normale Purchase Lookalike? Wahrscheinlich nicht. Und das ist der springende Punkt. Das sind nämlich Sachen, die extrem wichtig sind. Bei Custom Audiences habt ihr auch die Möglichkeit, Retargeting zu schalten. Ihr könnt da genau einstellen, Leute, die etwas in den Warenkorb gelegt haben, Leute, die etwas nicht gekauft haben, Pageview und so weiter und so fort. Das heißt, da könnt ihr genau ausselektieren, wer hat alles was gemacht auf eurer Seite sowie auch auf Facebook. Wer hat mit deiner Werbeanzeige interagiert? Wer hat mit deiner Werbeanzeige interagiert, aber hat nicht gekauft? Warum hat die Person nicht gekauft? Und das können wir mit der Custom Audience so machen, dass wir hier quasi effektiv wirklich sehr, sehr starkes Retargeting schalten können. Viele schalten Retargeting über die ganz normalen Katalogverkäufe. Da ist so ein vorprogrammiertes Retargeting, funktioniert auch gut. Aber effektives Retargeting sind wirklich 10 verschiedene Anzeigengruppen mit 10 verschiedenen Variationen.
Und das mache ich mit Custom Audiences. Punkt Nummer 2. Zielgruppengröße. Haben viele Probleme mit. Warum auch immer. Viele denken immer, meine Zielgruppe ist zu klein oder meine Zielgruppe ist zu groß. Das gibt es nicht. Es gibt nicht, meine Zielgruppe ist zu groß und schon gar nicht, die ist zu klein. Für jedes Produkt, egal welches Produkt wir haben, gibt es Käufer. Und für jedes Produkt, wo wir Käufer für haben, können wir auch Millionen von Euros verdienen. Zielgruppen sind begrenzt, das ist richtig. Wir Menschen sind begrenzt. Aber schauen wir uns mal den deutschen Markt an. Wie viele Menschen haben wir? Und jeder Mensch wird auch ungefähr zu 1 oder 2% zu irgendeiner Zielgruppe immer gehören. Ich interessiere mich zum Beispiel für hochwertige Möbel. Und da gibt es bestimmt noch über 1 Million andere Leute, die sich auch dafür interessieren. Und wenn ich jetzt einen guten Ruf habe, mir mit der Zeit einen guten Ruf aufgebaut habe, dann kaufe ich da auch öfter ein und kann somit natürlich auch Millionen verdienen. Der springende Punkt ist aber, dass viele Leute so schnell wie möglich vom Markt verschwinden. Ziel ist es, auch wenn du vielleicht gar nicht mal profitabel bist oder Ads unprofitabel sind, immer am Markt zu bleiben, immer dabei zu sein, immer Werbung zu schalten. Wenn ich das Social Media aufmache, will ich deine Werbung sehen. Und desto häufiger ich diese Werbung sehe, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ich früher oder später sowieso zu dir komme, weil ich nur die Werbung immer sehe. Dann weiß ich ja, okay, das muss ja echt gut sein. Und das ist ein Punkt, wo viele aufgeben, viele aufhören, nicht nur E-Commerce-Unternehmen, sondern auch Coaches und Berater, Dienstleister, whatever, die fangen an, irgendwann die Werbung abzuschalten, weil sie nicht mehr profitabel sind. Und das ist dumm. Man muss immer sichtbar sein. Sichtbarkeit ist das A und O, auch im E-Commerce. Wenn du sagst, du hast eine ganz kleine Zielgruppe, dann fokussiere dich auf diese kleine Zielgruppe. Versuch die Zielgruppe auszubauen. Das Ziel ist es ja nicht, bei Facebook langfristig mit diesem Targeting zu arbeiten. Das Ziel ist es, langfristig auf jeden Fall mit Lookalike zu arbeiten und langfristig auch vielleicht mit Broad zu arbeiten, ohne Targetierung einfach mal so rein und den Facebook Pixel die Arbeit machen zu lassen. Das ist auf Dauer das Ziel. Und wenn du dann irgendwann immer noch der Meinung bist, wenn du wirklich alles ausgetestet hast, dass es immer noch nicht funktioniert, dann kannst du selber mal hergehen und dich vielleicht mal auch für ein anderes Land interessieren. Vielleicht mal sagen, okay, jetzt baue ich meine Zielgruppe noch ein bisschen weiter aus, ich expandiere. Denn wenn du expandierst, bekommst du wieder neue Leute rein. Ne? Amerika zum Beispiel, 5-fach so große Zielgruppe wie in Deutschland. Schwieriger da den Start zu finden, aber funktioniert. Es funktioniert. Punkt Nummer 3, Frequenzwert. Frequenzwert, weil viele Leute nicht begreifen, dass sie mit so wenig Kampagnen wie möglich arbeiten sollten. Klar, CBO-Kampagnen, die können wir immer nur einzeln schalten. Aber viele haben einen Frequenzwert, der weitaus über 2 ist. Und wenn wir einen Frequenzwert haben, der weitaus über 2 ist, erreichen wir die Leute zu oft und die Werbeanzeige wird immer den gleichen Leuten ausgespielt und wir bezahlen immer dafür. Bei Retargeting ist es anders. Bei Retargeting dürft ihr einen Frequenzwert von über 10 haben. Weil bei Retargeting soll es ja so sein, dass die Leute die Werbeanzeige öfter und öfter und öfter sehen, damit sie dann nach dem 7. oder 8. Mal kaufen. Das heißt, hier sind Frequenzwerte von 5, 6 oder 7 typisch. Auch CPM-Kosten von über 20 Euro sind typisch bei Retargeting-Kampagnen. Der Frequenzwert allerdings, der muss immer unter 2 bleiben. Viele haben den allerdings über 2. Wie kriege ich den Frequenzwert runter? Ganz einfach, indem du aufhörst, für jede neue Ad eine neue Kampagne zu schalten und indem du anfängst, mit einer einzigen Kampagne auf kurz oder lang zu arbeiten. Wir nutzen CBOs, um zu testen. Wir nutzen CBOs, um herauszufinden, welche Werbeanzeige oder welche Anzeigengruppe funktioniert am besten. Wenn wir das herausgefunden haben, nehmen wir uns diese guten Werbeanzeigen, diese guten Anzeigengruppen, packen die in eine Kampagne, damit wir einen Frequenzwert von maximal 1,6 bis 1,8 haben, damit die Werbeanzeige nicht an jedem Hans und Franz doppelt und dreifach ausgespielt wird. Und sollten wir dann nach einer ganz langen Zeit einen Frequenzwert von über 2 haben, dann wissen wir, okay, jetzt ist die Zielgruppe echt ausgenuckelt und jetzt müssen wir eine Veränderung einspielen. Vorher nicht. Von daher fang an, mal smart zu arbeiten, übersichtlich zu arbeiten, durchdacht zu arbeiten.
und nicht da was. Du sollst testen, klar. Und beim Testen ist es auch normal, dass du vielleicht eine höhere Frequenz hast. Aber das ist auf lange oder kurz ein wichtiger Punkt, wo viele einfach Probleme haben. Ich danke dir fürs Zuschauen, für den zweiten Teil. Und wir sehen uns im nächsten Teil dann in alter Frische wieder.